Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Academy. Weiter geht's hier in meinem kleinen Plätzchen, wo ich ein bisschen umbaue. Oder stehen zwei Creeper rum. Und letztes Mal haben wir ja die Fabrik gebaut. Die ist allerdings noch nicht so weit, wie sie eigentlich sein sollte. Weil da fehlen immer ein paar Teile. Und jetzt wollte ich eigentlich ein paar... Oh, da kommen sie. Erstmal ein paar Gemüsesachen machen. Damit wir dann quasi unsere Kuhfarm dann im Anschluss auch füttern können. Weil wir brauchen erst ein bisschen Gemüse, dann ein bisschen Kühe. So, warte. Macht mich nervös. So, und wie es dann weitergeht, werdet ihr jetzt sehen. Also haut da rein und lasst mir Hilfe. Also bis gleich. Warum sage ich eigentlich bis gleich so? Nur weil dann der Wusch kommt und es losgeht? Okay. Guck mal, wer da noch ist. Explodieren tut er trotzdem, auch wenn er so eine Tröte hat. So, erstmal Update zur Energieversorgung. Wir haben ja letztes Mal oben diese anderen Servos da reingeballert, die ordentlich dann die Holzkohle da rausziehen und richtig Party machen. So, sieht jetzt so aus. Ach du Scheiße, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Jetzt mal ohne Witz. Was ist denn da los? Wir brauchen mehr Servos, oder? Sind die alle voll da hinten? Krass. Ne, hatte ich gar nicht reingeguckt. Da ist ja auch alles voll. Hier ist auch alles voll. Die Öfen kommen nicht hinterher. Wir haben alles voll mit grünem Zeug. Was soll ich denn jetzt tun? Soll ich jetzt wieder hier rüberlaufen und alles wieder voll machen? Das ist eine gute Frage. Sind die denn alle voll? Die sind auch alle voll. Die ballern. Oh, Hilfe! Boah, zum Glück, Alter. Boah. Ui. War jetzt aber krass. Okay, warte. Die laufen auf jeden Fall. Die laufen richtig. Das heißt, wir können theoretisch noch ein bisschen mehr Generatoren bauen. Warte, wie als wenn mir so Saft abdrehen würde. Und dann ein bisschen mehr Party machen. Aber das lassen wir jetzt erstmal. Wir lassen es erstmal so, wie es ist. Geiler Satz. So, nehmen das mit. Klicken den Knopf hier und packen mal das an. Aber das ist echt krass. Da könnte man echt noch ein paar Steam-Generators hinbauen. So, übrigens, ich wollte ja ein bisschen mehr streamen. Heute Abend streamen wir gegebenenfalls Minecraft, ja. Aber erstmal spielen wir Star Citizen um 19 Uhr. Wer da Lust hat, einfach mal einschalten. Also 19:30 Uhr um den Dreh. Und vielleicht, ich sage nicht ja, aber vielleicht werden wir dann noch Academy streamen, weil wir haben ja einiges noch vor, weil wir wollten ganz gerne ein paar Sachen automatisch haben, ne? So gesehen, so. Und auch das hier ist wieder proppevoll. Die Dinger noch nicht ganz, aber das Ding ist hier proppevoll. Hat einer geredet? Ne, ne? Okay. So, nächster Punkt ist, ich hätte ganz gerne eine Art Farm. Theoretisch könnten wir das ganze Ding eigentlich hier hinter der Mob-Farm bauen. Ist auch eine Farm. Sieht. Dann nehmen wir eine Hoe. Dann nehmen wir Bone Meal. Dann müsst ihr zum Wasser. Hier können wir jetzt hauen, anpflanzen, Zeug da reinpacken und mit Rechtsklick ernten. Okay, das klingt gut. Das klingt vorzüglich. So, wir werden den Plant Interactor bauen mit ein paar wunderschönen... Geht das? Ne, geht doch gar nicht, wegen der kaputten Hoe. So, ein Plant Interactor. Ich würde fast schon sagen, wir nehmen 2 bis 4. Obwohl, das wäre wieder zu viel. Ich will auch ein bisschen Performance schöner bauen. So, dann nehmen wir lieber den Plant Interactor, Plant Sower. So, wir können den Hydrator noch bauen. Der Hydrator, der macht alles nochmal richtig schön feucht. Da brauchen wir aber ein bisschen AA von, ne? Fertilizer, Savage Composer. Okay, also hier geht wieder alles ineinander über. Also wir können im Nachhinein nochmal die Felder upgraden. Jetzt brauchen wir allerdings erstmal hauptsächlich die Plant Interactor und vielleicht, ja, ich überlege gerade, ob wir 2 machen oder weniger. Ich gucke gerade, Max Tier ist 11. Was ist denn das Addon Tier 11? So, zack, Addon rein und die Anzeige mal anzeigen lassen. Ja, da reicht einer. Alter, bist du denn verrückt? So, okay, dann machen wir das Ding weg. So, wie gesagt, ursprünglich, also das ist viel zu groß einfach. Theoretisch können wir das auch ein bisschen kleiner machen. Ich würde das gerne ja, hier länger ziehen, dann hier so das Farmgebäude mit anflanschen und dann die Felder mit hier raus machen. Also da bin ich mir noch gar nicht so sicher, wo es dann letztendlich sein wird. Ja, auf jeden Fall. Oder wir machen mal... Das vielleicht hier oben hin. Ich habe mich gerade gefragt, warum möchte ich das denn begrenzen? Warum will ich das denn kleiner bauen? Wir müssen ja gar nicht kleiner bauen. Wir können es wirklich so groß lassen. Und ich glaube, das wird auch unser Feld werden. Da können wir nachher mehrere Sachen anpflanzen. Wir brauchen ja noch hierfür, was war das andere, was man noch machen kann? Komme jetzt gerade nicht drauf. Auf jeden Fall wurde mir das auch in den Kommentaren geschrieben, dass man damit auch relativ viel Strom erzeugen kann. Mit so einem Zeug, was wir dann klein machen. Vielleicht machen wir das auch mal. Aber zumindest werden wir das jetzt erstmal hier nehmen als Felder. Wir werden das jetzt, überlege ich gerade, ich hole mal eben noch mal ein paar weiße Blöcke, um das Ganze mal ein bisschen einzuzäunen. Jetzt geh doch ins Bett, Mann! Können wir nachher, by the way, auch nochmal upgraden mit Actual Editions, wenn man da dieses Green Glass nimmt. Da wächst ja auch nochmal alles besser. Weiß allerdings nicht, in welchem Abstand das da drauf muss. So, hier sind dann 2 dicke Gewächshäuser nebeneinander. Ich dachte mir, dass wir das einfach so machen. Fenster kommen dann quasi an den Seiten. Also, dass wir nur, dass wir nur die Ecken haben und dass dann überall Fenster sind, außer vorne und hinten. Vielleicht.
Also dass wir das so machen, dann können wir das hier weggraben. Ich bin echt gespannt, wie groß das hier wird. Oh, das ist aber groß hier, glaube ich. Ich glaube, da können wir gleich mal das andere Werkzeug. Aber Mist, ich habe ja gar keine Erde mehr mit. Habe ich ja schon alles ins System gelegt. Ich glaube, schlauer wäre auch gewesen, wenn wir uns mal die Fernbedienung für das System gebaut hätten. Und vielleicht schon Autocrafting und so, weil das ist ja echt nervig hier, dieses ganze Hin und Her gerenne. Gerade immer dunkel. Obwohl, wenn dunkel ist, müssen wir trotzdem hinterher rennen. Ne? Aber wie gesagt, die Frage ist halt, warum machen wir das nicht direkt größer, so wie wir es jetzt auch machen? Und sparen da irgendwie im Ausbau. Ist ja totaler Quatsch. So. Übrigens kommen die Tage noch ein paar Videos bei Manuel, also German Let's Play, und bei mir auf dem Kanal. Ich nehme einfach ein bisschen Minecraft auf. VR wollte ich auch aufnehmen, allerdings jetzt nicht direkt sofort. Das wollten wir heute auch machen. Weil VR brauche ich halt immer ein bisschen mehr Vorbereitungszeit mit meinem Raum und sowas. Also der Raum ist zwar geil, aber da habe ich halt auch, also da muss ich halt die Sachen halt immer sofort aufbauen. Und deswegen gucken wir da nochmal die Tage wahrscheinlich. So, passt auf. Ich weiß gar nicht, wie lang das Feld ist. Wenn wir das genauso haben wie vorne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So dann, oder? Ich glaube schon. Da kommt man rein. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich könnte den ein bisschen weiter runterbauen, sodass der nicht hier unbedingt steht. Und so könnte man dann die Sachen abernten, ohne dass man den sieht. So, 5. Ich probiere jetzt einfach mal aus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 7 Stück. Wenn ich jetzt hergehe und nehme den einmal nach da und einmal nach da. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich glaube, das ist cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das ist halt Maximum Feld. Andere Seite machen wir dann auch mal eben. So, jetzt kann ich das Teil mal ausschalten. Das kommt, wie gesagt, nachher nach unten. So, das wird auf jeden Fall das Feld, was wir haben. Jetzt muss ich hergehen und gucken, dass ich das Wasser so verteilt bekomme, dass hier wirklich alles bewässert wird. Ach lol, wie das Teil jetzt so ein Einer-Ding hat. Also bräuchte ich da am besten 2 Wassereimer und vor allen Dingen vielleicht noch ein bisschen andersfarbiges Concrete. Vielleicht blaues mal? Habe ich kein Light Blue Concrete? Ich glaube nicht, oder? Light Blue Concrete am Start haben wir hier. Oh, gibt sogar wunderhübsch. Alles für den Flex. 2 Sticks. Also, dass das Wasser ein bisschen schöner aussieht, by the way. So, und dann brauchen wir noch ein Bucket. 2 Stück am Start. Perfekt, können wir gleich einfach am Meer da unten entlang laufen. Das ist auch, was wir brauchen. Das haben wir jetzt gemacht. Kann ich hier Wasser rausnehmen? Hier kann ich Wasser rausnehmen. Müssen wir gar nicht zum Meer laufen. So, 49 reicht. So, es gibt natürlich auch einen Trick, wie man Wasser in den Randbereich bekommt. Den sollte jeder kennen. Der Minecraft-Spiel, gerade für Bauwerke mit Farmen, ganz wichtig. Den hatte ich ganz früher schon mal. Man kann natürlich Wasser unter Säulen verstecken. Sieht man zwar nachher ein bisschen, wenn man das angräbt, aber das stört nicht besonders. Weil wenn das Wasser... Ach Mist, das ist ja ein bisschen dumm, ne? Jetzt habe ich ja nur ein Wasser. So, warte. Wo ist denn die Mitte? Okay, warte. Wir machen hier einen Dreiergang zwischen. Und hier machen wir dann noch Wasser, einen Wasserlauf rein. Und da kommt dann Wasser rein in den Wasserlauf. Genau, hier ist dann der eine Rand. Da ist dann das Feld. Da ist der Weg. Unten ist das hellblaue. Oh Mann, wenn ich das jetzt hier einmal drin habe, dann kriegen wir da auch einiges am Wasser raus. Das ist eigentlich ganz cool. Und ich sollte vielleicht hier mal die Ecke auch sichern, ne? Oh, ich merke gerade, ich wollte hier Wasser drauf schütten. Ich hätte auch hier einfach das Concrete Powder reinfüllen können, weil mit dem Wasser wird es ja dann fest. So, in der Mitte kommt dann der Gang. Also hier auch nochmal so ein Ding, hier so. Ah, Hilfe, es ist einfach so schnell. Jetzt habe ich alles kaputt gehackt, ne? Oh nein, jetzt ist ein Block in der Mitte. In der Luft, meine ich. Guck mal, wie wir hier alles kaputt gehackt haben. Weißt du, ich wollte mal eben schnell graben. Und dann kickt einfach das Momentum von dem Kobalt in der Schaufel. Und schon sieht es dann so aus. Ah, guck mal, wer da ist. Oh, wusste ich gar nicht, dass sie irgendwann mal erscheinen, wenn man da die ganze Zeit gegenläuft. Das ist ja toll. Das ist ja fresh. So, 27 haben wir noch. Ich frage mich jetzt, ob das reicht. Wahrscheinlich nicht. Reicht wahrscheinlich genau nicht. Doch, reicht. Perfekt. Cool. Hallo? Und wir brauchen nochmal... Ah, hier ist doch das schwarze. Grey Concrete. 64 reicht vielleicht nicht. Vielleicht mal ein Stück mehr dabei und schon läuft. Ich nehme das Blau auch mal mit. Und ich habe herausgefunden, dass wenn ich hier oben herlaufe, viel schneller bin. Passt mal auf. Denn ich habe doch die Gummischuhe an. Jetzt geht's ab. Achtung. Wenn man nicht da so blöd gegenspringt. Aber ansonsten geht's echt schneller. So, ziehen wir jetzt eine Bahn hier durch. Ruhig bis da. Dann nehmen wir den Zauberstab. So, dann machen wir da Wasser rein. Wie gesagt, die Wiese auf der einen Seite bleibt ja, weil wir da dann die Felder anbauen. Und dann bekommen wir auch Sludge und vor allen Dingen Essen für die Kuhfarm, die dann dahin kommt. Mit der Kuhfarm kriegen wir dann die Erzvervielfachung hin und dann können wir das soweit abschließen, die beiden Fabrikgebäude. Dauert wahrscheinlich nur 20 Folgen oder so, ne, keine Ahnung. Und dann können wir die nächste Mod mal angehen. Obwohl, wenn wir ein bisschen mit den Livestreams handeln, dann geht's, glaube ich. Dann ist das auf jeden Fall cool. Ja, machen wir so. 1, 2, 3. Da ist dann der Eingang der Farm. Und daneben kommt dann halt noch ein Gebäude oder vielleicht auch direkt hier dran, wo dann alles gelagert wird. Und schon ist gut. Und wie gesagt, hier muss eigentlich noch die Chunk geladen werden. Die Chunk muss hier geladen werden, damit das auch passt. So, dann machen wir hier in der Ecke noch einen rein.
Das ist halt so geil. Das Wasser macht auch alles feucht, egal wo es ist. Also wir gucken jetzt einmal mit der Ho, wie weit wir kommen. Ich glaube, das reicht. Oh lol, direkt draufgesprungen, direkt kaputt. Ah, hier gibt es auch Würmer? Kann ich die da drauflegen? Ja klar, lol, wie cool ist das denn? Schon lang, langes her, muss ich sagen. Oh, warte mal, ich glaube, die Mitte wird nicht bewässert. Vier Stück waren es nämlich, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt ja, weil das einmal reinläuft. Aber eigentlich ist das ja der Plan. Oder wir machen doppelt Wasser. Ich glaube, das müssen wir sogar machen. Also Wasser, entweder doppelt oder Wasser eins zur Seite. So, gucken wir nachher mal, wie es aussieht. Also wo sich quasi gerade oder nachher noch was auftut, was quasi nicht feucht ist, dann können wir da immer noch gucken. Ey, das ist so krass, wird schon wieder dunkel. Wie lang bin ich denn hier dran für eine Folge? Lass auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Ja, genau, die Mitte ist halt trocken jetzt, ne? Da müssen wir dann auf jeden Fall nochmal gucken. Und nein, wieder hinten die ganzen Slimes kommen. Bitte geht weg, bitte. Ich will euch nicht sehen. Oder wir lassen es einfach so, wie es jetzt aussieht. Das ist, glaube ich, am coolsten. Mit dem Wasserlauf, was dann quasi zu den Feldern geht. Oder man hätte jetzt... immer was Neues. Oder warte, nochmal anders. So, jetzt haben wir es aber, glaube ich. Endlich. Man sieht halt auch immer, das ist immer so ein Prozess. Ne? Man macht hier mal... Oh, Hilfe! Boah. Okay, war ein bisschen übertrieben jetzt, aber ist ja egal. So, ein bisschen hier so ein Diamanten-Ding jetzt. So, da kommt Glas rein, hier kommt Glas rein. Das heißt, das müssen wir hier nochmal alles wegmachen. Dann hier drunter auch nochmal alles wegmachen und da auch. Und dann kommt da natürlich weißes Concrete rein, so wie hier überall. Ach, jetzt fliege ich hier wieder weg. Gerade auch da, wo die Scheiben sind. Genau, da kommt auch noch was rein. So, jetzt haben wir hier den Bereich schon fertig. Das heißt, ein riesiges Feld, was quasi beackert wird. Und ja, da werden wir aber nachher nochmal alles automatisieren. Also wir brauchen zum einen den Plant Interactor, dann gibt es noch den, warte, ich schau mal eben, dann gibt es noch den Hydrator, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt, können wir aber machen, dann wächst das auch alles nochmal ein bisschen schneller. Dann gibt es noch den Plant Fertilizer und vor allen Dingen brauchen wir noch Sludge Refiner. Sprich, immer wenn der Plant Interactor was aberntet, bekommt der Sludge hier rein. Und daraus können wir dann nochmal ein paar geile Blöcke machen. Beziehungsweise ein paar Sachen, die wir irgendwo auch noch einsetzen können und brauchen. Alter, warum denn? Ich meine, ich springe hier nachher nicht mehr rüber. Aber geht. So, da kommen wahrscheinlich überall Seeds hin. Gerade auch wichtig für die Kuhfarm, die wir dann haben werden. Jetzt hören wir auf zu springen, mein Freund. Und hier würde ich sagen, werden wir einmal das Feld, obwohl, ne, komplett abernten. Das ist doch Quatsch, oder? Ich muss da nur hier einmal den Rand machen. Alter, das war jetzt viel. So, der Plant Interactor, beziehungsweise, doch, Plant Interactor, der müsste jetzt eigentlich hier unten rein. Sagen wir mal, wir packen den theoretisch hier unten in der Mitte genau einen tiefer. Der funktioniert auch so, aber normalerweise müsste der so funktionieren, weil der halt diese Range nach oben hat. Also wenn man jetzt hier einmal nochmal schaut, ist quasi alles mit drin und somit haben wir quasi dann ein sehr geiles Gerät, was ein bisschen weiter unten ist. Da müssen wir dann gucken, dass wir da Flüssigkeiten, Strom und Items anschließen, genau, die dann rausgepumpt werden und dann müssen wir schauen, was wir dann noch alles anpflanzen auf diesen Feldern. Wir können natürlich alles anpflanzen, theoretisch, aber die Frage ist, was Sinn macht. Weed macht auf jeden Fall Sinn für die Kuhfarm, damit wir die auch befüttern können. Und noch etwas, um Öl zu pressen, glaube ich. Dazu schreibt mir ganz gerne mal in die Kommentare rein, was ich auf die Felder packen soll. Ganz, ganz wichtig ist halt irgendwas, was Sinn macht. Also schreibt mir ganz gerne auch den Verarbeitungszyklus hin und nicht einfach nur Kartoffel. So, ihr könnt natürlich auch Hashtag Kartoffel in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, wenn euch nichts anderes einfällt, aber die wird hier nicht nur angebaut, sofern ihr nicht schreibt, was ich damit machen soll. Das dazu. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wer heute einen Livestream sehen möchte, heute Abend 19 Uhr gibt es Star Citizen und vielleicht danach noch eine Runde Minecraft. Also müsst ihr mal gucken, wie es morgen läuft und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zusehen, lasst eine Bewertung da und seid gespannt, was die Tage noch auf diesem Kanal passiert. Muss ja wieder losgehen. Aber ich habe das Gefühl, hier ist eh alles kaputt. Also haut da rein. Tschüss.